Hallo YouTube, ich drehe heute ein Video mit dem lieben Cisco, denn ich habe einen riesen Fanboy-Moment, denn ich habe ein Video von ihm gesehen und ihr kennt wahrscheinlich alle. Bin ich Cisco, ich bin Salzgurt, hallo. Er ist ein absoluter Ehrenmann, was 5M Series LP angeht. Wir können keine Waffe kaufen, die kostet 5.000. Das ist zu teuer, ja. Komm, wir fahren zur Polizei, beschweren uns, sollen uns eine Waffe geben. Ey, wir bekommen... wenn wir zur Polizei direkt gehen, ich darf nichts sagen. Ne? Wenn ich ein Wort sage, kann ich mich direkt verabschieden. Ach, du bist hier schon auf... Schutz nehmen. Ah, okay, verstehe. Ja, ich wurde hier schon 50 Mal gebannt gefühlt. Ach, das ist so einer deiner Favorite. Okay, verstehe, okay. Ja, ich regel das. Ich bin gerade eingereist, hab 100.000 Dollar auf der Hand. Ja. Wie kann das sein, dass ich... 250.000 Dollar bezahlen soll für eine Pistole. Ja, der Staat ist ein bisschen extravagant. Das Traurige ist, dass allein schon der Waffenschein 150.000 kostet. Wir wollten nicht hier einbrechen, Bro. Wir wollten in der Staatsbank einbrechen, okay? Entschuldigung. Also kann mir hier irgendjemand Geld geben, damit ich bei Ammunition mir eine Pistole kaufen kann? Ich gebe Ihnen Geld. Wie viel brauchen Sie? Ich bräuchte auch eine Million. Eine Million. Eine Million, natürlich. Ist das realistisch, eine Million? Ja, eine Million. Nicht so wirklich, nee. Dann 500.000. 500.000, ja, hab ich auch nicht bar dabei. Es kostet, ja, dann gehen wir zur Bank, let's go, komm. Sie fahren. Ja, Sie fahren, manchmal mit Führerschein. Lern doch fahren. Piss dich, scheiß der Cruiser, was seid ihr? Platz, Pott. Tschüss. Auf geschissen, Digga. Ja, genau, direkt wieder schießen. Ist euer Ernst, Jungs. Wir haben hier einen FBI-Agent, hör mal auf damit. Hier, Mr. Gangster, komm mit. Hallo, Mr. Gangster. Sollst mitkommen, Kollege, komm. Wir gehen Tresor. Ja, boxst du mich? Ja, komm, wir klären das jetzt. Du hast gerade geschossen, komm, wir klären das. Komm, kommst du mit, Bruder? Ja, genau. Auf dich zu entcarryen, das geht nicht. Hallo, das ist Fellerfee, Junge. Das ist nicht Fellerfee. Das ist... Hallo, Mr. Rotgangster, ja, was soll das denn? Ja, genau, einfach uncarryen, ne? Das ist aber ehrenlos. Entschuldigen Sie, FBI Agent. Cisco, Digga. Er ist Cisco, ich bin Kevin Banger. Nein, guck mal, ganz... Cisco. Nein, ich bin erst Cisco. Leute, guck mal, das Ding ist... Ich bin Cisco. Null sein, Digga. Du fliegst mit einem Helikopter in die Platz rein, VDM-Star hier, Digga, bist jetzt wie ein Bandbär. Guck mal, nein, er wurde ein Band von der Projektleitung, weil ich gesagt habe, guck mal, Kevin Banger ist eine orange. Ja, wir wollen ein Video drehen und PL meinte, wir können ein Video drehen, wenn ich auf ihn aufpasse. Ich passe heute auf ihn auf, Leute. Ja, Bruder, er sagt Fail-RP, Digga, was machst du, Digga? Cisco, hör auf damit jetzt! Tut mir leid. Ich hab mich so für dich eingesetzt, Mann. Es tut mir wirklich leid. Letzte Chance, Digga. Letzte Chance, Freunde, Cisco. Letzte Chance, es tut mir wirklich leid. Es kommt nie wieder vor. Ich flieg nie wieder mit einem Helikopter in eine Hut rein. Versprochen. Und schredderst den mit dem Helikopter. Kommt nie wieder vor. Ich bin echt traurig. Hallo, wir wollten noch Geld. Ja, hast du kein Geld bekommen? Nein! Wo ist denn der Agent hin, Mann? Agent! Was? Sir, Sir. Mit dem Pistol fahren? Sir, haben Sie Geld? Geben Sie uns Sir. Geld, bitte. Haben Sie Geld? Nur für eine Pistole. Ich habe Geld. Wie viel kostet eine Pistole? 250.000. Da muss ich, da mache ich 750.000 und wir holen uns noch einen Range Rover und machen ein bisschen... Das wäre super. Illegale Sache. Ja, dann let's go. Gut, dann wir müssen kurz einen Range Rover klauen. Hä? Der steht doch eh hier. Der gehört nicht mir. Scheiß Auto da weg, Mann. Zu 297 oder 1334? Ja, keine Ahnung, Bro. Gib mir einfach. Ich gebe einfach irgendeine. Ich hab bekommen, Digga. Aber ich hab nur 24 Schuss, Bruder. Da müssen wir noch kurz Dings kaufen, Mann. Munition, ja. Ich brauch Munition, ja. Bruder. Aber. So. Wo gibt's die Munition, Bro? In, Shop. Ist halt, guck mal, wenn ich mir in den Kopf schieße, ne? Ist das, stirbt er dann sofort? Nee. Nee, leider nicht. Probier's nicht aus. Ey, ganz ruhig, Junge. Ja, ich habe ja nur einen Testschuss gemacht, Digga. Das ist spannend. Ma'am, hallo, darf ich was fragen? Das ist ein Notfall tatsächlich. Dürfte ich was fragen, Ma'am? Jo. Und zwar. Schließ sofort dein Motorrad auf oder du bist tot. Nein! 187. Ja, 187 mit der Hose, Alter. Los, mach Motorrad auf. Mir scheißegal, von wem du bist. Ja, ist offen. Jungs, ja. Jungs, kommt in den Range Rover rein. Ja, fahr weg. Nein! Ey, es wurde geklaut! Was ist das denn? Ey! Hey, es hat einfach jemand mein Motorrad geklaut. Was ich geklauen wollte. Scheiße, wo ist der hin? Hallo. Hast du eine Knarre, Bro? Ja, wir haben ein Problem. Was ist los? Das ist los. Hallo, gibt's ein Problem? Das ist geklaut, ne? Danke. Oh, danke. Das Motorrad brennt, schnell. Der Motorrad ist kaputt, Entschuldigung. Ja, lieber Cisco, du bist ja absoluter 5M-Profi-RP-Spieler. Wie läuft denn so ein Tag bei dir auf 5M ab? Ich mach 2 Einreisen, ich werde 2-mal gebannt. Ich lock mich wieder ein, ich werde nochmal gebannt. Ich lock mich ein 4. Mal ein. Hoffe, dass ich nicht gebannt werde und erwische irgendeinen Fanboy und dann kann ich spielen. Stark. Oh, hallo. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht eine Reparaturkit? Hallo, Herr Motorradfahrer, darf ich was fragen? Dürfte ich hinten drauf fahren? Ey, deine Stimme kenne ich doch, ja. Darf ich hinten drauf fahren? Ich kenne den auch, Mann. Das ist Ehre, Mann, ja. Na, ich glaube mal. Also, Digga. Hat jemand einen Verbandskasten für mich hier auf irgendwo der Basis? Okay. Nein, tut mir leid. Haben Sie einen Verbandskasten? Ey. Aber du hast doch... 100 brauche ich ja nicht einen Verbandskasten, ne? Hallo. Ey, was ist das, Digga? Ja, danke. Warum hat der eine Gusenberg? Hä, wieso schießen die? Ich wurde gebannt, Bro. Was gebannt? Ich wurde sogar permanent gebannt. Ah, das war doch legit, dass der, wenn er mich schlägt, ich eine schieße. Die haben eine andere Einreise, sieht fancy aus. Oh, haben wir gleich ein Einreisegespräch? Ich glaube ja. Stark. Boah, diese dumme Musik. Also, an alle Server darauf, hört doch auf diese scheiß Assi-Musik.
Ja, ja, das ist Exodus wie Exodus. Kommt zu Exodus. Haben die das selber Fiver, aufgenommen? Fiverr-Rapper halt. Scheiße. Ersten Fuffi, mach mal. Ich bin unsichtbar. Ja. Wieso bin ich unsichtbar? Also ich bin 100% unsichtbar, wie so ein Admin. Wo bist du? Ich bin vorm Würfelpark. Ach, du bist schon in der... Hä? Exodus V, ganz sicher? Ja, ja. Dann hast du da schon gespielt. Scheiße. Nein, ich war gerade bei der Charaktererstellung. Ja, jetzt nicht mehr. Ich war bei der Charaktererstellung und liest am Würfelpark. Und ich habe einfach Enter gedrückt, also ohne irgendwie was zu ändern oder so. Bist du auf dem falschen Server, bin ich auf dem falschen Server? 120 Spieler, Exodus V. Ja. Ja. Entschuldigung, könnt ihr vielleicht Orange um Orange hier hin tippen? Der ist am Würfelpark gespawnt und irgendwie buggt das rum. Ich bin halt Real Talk unsichtbar. Das ist eigentlich ziemlich 4, geil. 4, 5. Boah, ich könnte halt so viel Scheiße bauen. Ich bin wirklich unsichtbar. Da ist er. Siehst du mich? Ich flieg gerade durch die Map, Digga. Ich flieg wieder unter der Map durch. Was ist das für ein Scheiß-Server? Ja, man hört dich auch gar nicht. Jetzt bin ich draußen. Pass auf, alle Mann, die jetzt hier stehen. Er buggt rum, er fällt durch die Map die ganze Zeit. Was ist das für ein Müll? Der Junge wird sich ersetzen, wenn er könnte, aber er fällt. Bro, ich fall wieder durch die Map. Jetzt bin ich wieder draußen. Alter. Digga, die sollen mich respawnen oder so, keine Ahnung. Die sollen mich umbringen, keine Ahnung. Bring den mal um und spawnt den neu. Revive den mal. Bring den um und revive den. Ey, hallo. Ja, ey, hallo, was? Leute, ich kann. Bitte mal auf den Stuhl da gehen. Ich kann hier nichts machen, ich bin unsichtbar. Bitte. Du auch? Ja. Okay. Ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid, Kevin. Er will nicht. Er will einfach nicht. Was ist jetzt mit dem? Nee, Digga, sag dir nicht, ich muss kurz restarten. Was ist für ein Scheiß-Server, Alter? Hast du nicht früher auch oft 5M gespielt? Bist du das nicht gewohnt? Oder hast du wirklich also, nur GVMP und sowas? Also so unter aller Sau bin ich. Ich hab 5M halt ein bisschen getrollt mal einen Tag oder so. Ja. Aber so unter aller Sau war ich auch nicht. Also war ich auch noch nicht. Ist auch für mich Neuland. Das ist ja schon echt null Mühe gegeben. Ja, das sind ja meistens die fertigen Pakete, die passen das ein bisschen an und tun dann so, als wäre das ihr Server, weißt du? So Zap-Hosting zum Beispiel, verkauft ihr fertige Pakete. Also könnte ich mit diesen 10.000 Euro investieren und hab einen eigenen IP-Server, boom. Ja, nicht mal 1.000 Euro, so ein Fuffi vielleicht. Und dann kriegst du so ein Paket zusammengestellt, die passen halt nicht mal, die Skripte, die da zusammengewürfelt sind, ne? Die passen nicht mal zusammen, die sind einfach scheiße. Hallo, hören Sie mich, Sir? Hallo! Ja! Ja. Ah, schön. Wer hat mir denn hier dieses tolle Philipp Plein-T-Shirt gegeben und Balenciaga-Schuhe und ich sehe aus, als wäre ich total reich? Weiß ich nicht, ob das... Ja, scheiß drauf, musste ich nicht umziehen. Ich glaube, das wäre auch eine Nummer zu weit. Ja, ich bin halt Stylo, Milo. Also, das ist doch okay. Das muss er. Er muss sich umziehen. Ja, ja, weil das sind die Standard. Aber das sind seine Kleider. Wie Standard? Das ist Philipp Plein, Balenciaga. Ich will das tragen. Ja, geht leider nicht. Wie geht leider nicht? Warum gibt's denn das dann im Kleidershop? Geht nicht, weil das die Standardkleider sind. Das ist doch Philipp Plein, das ist doch nicht Standard. Doch, doch. Nein, das ist Philipp Plein. Kostet 500 Dollar. Ein Shirt. Ist okay. Wir machen das, ja? Okay. Wir kommen gleich wieder. Pass auf, zieh dich jetzt einfach um. Oh, voller Schmerz. Ich auch. Wir ziehen uns beide um. Und dann beten wir, dass das funktionieren wird. Also wir versuchen die Einreise zu bestehen, ohne das Regelwerk gelesen zu haben, richtig? Das ist der way to go. Unter anderem. Dark. Ich hab eine Idee. Das hältst du von meinem Lifestyle? Du meinst, wir sollen hier als Stripper einreisen? Also wenn du als Stripper durchkommst, dann bist du wirklich King. Ich kann das. Ich war sehr oft der schwule beste Freund. Ich kann schön, das. Schön. Ich brauche nur eine gute Krawatte. Moment, ich krieg das hin. Einreise. Hallo? Guten Tag. Wir wollten Tag. Wir würden gerne einreisen. Machen. So, dann müsst ihr erstmal hinterm Tresen und erstmal nach links euch anziehen in den Bekleidungsshop. Hey, und ich bin angezogen. Ich bin noch angezogen. Ich habe eine kurze Hose, ein Shirt und Schuhe. Okay, pass auf, da drin. Ist jemand, der entscheidet sofort, ob ihr sofort gehen könnt oder nicht. Deswegen gebe ich euch einen Tipp. Seht euch vernünftig an. Ja, bitte. Und bleibt dann hinten auf dem blauen Stuhl. Ich mein's nicht böse, ja. Also, was mich jetzt schon direkt wieder abfuckt, ist, du darfst nicht anziehen, was du willst, sondern du musst halt dieses 0815 Hemd, schwarze Schuhe, schwarze Hose. Als würde hier jeder bei der Bank arbeiten. Das habe ich letztens auch festgestellt. Das ist schön. Das habe ich auch gerade nur gesagt, weil ich das in deinem Video gesehen habe, wie Ach du so. Das gesagt hast. Ja, keine Jogginghose anziehen, der Herr. Ja! So, jetzt sehe ich halt besser, aus wie jeder andere, Alter. Meine Fresse. Nehmen Sie bitte auch einen. Wiener Blanco. Wiener Blanco. Ich glaube, ich klingel mal. Hallo! Chillt mal hier, ja? Hoi, ihr seid von einer ganz besonderen Sorte. Hallo! In der Tat, wir würden gerne einreisen in diesen Staat. Okay, aber hört auf mit eurer Soundqualität. Ich habe hier diese Klingel gedrückt, die hier steht. Ja, es habt ihr super gemacht. Es ist doch logisch, dass hier eine Klingel steht, weil sonst würden sie da hinten gar nicht merken, dass jemand steht. Ich finde es auch toll, dass ihr das macht, aber jetzt gerade möchte ich bitte, dass ihr das unterlasst. Danke. Okay, alles klar. Okay, ihr beiden... So, benehmt euch jetzt beide oder nicht? So kann ich nicht arbeiten, okay? Entschuldigung, wir halten uns an die Vereinbarung. Welche Vereinbarung haben wir alle getroffen? Also laut meinem Tablet,
Nee, wir haben keine Fallen. Haben wir nicht eingetragen. Nee. Ja, siehst du mal. Aber in meinem Suitcase ist eine. Ich bin Hitman. Quatsch mich hier nicht zu. Soll ich mal reingucken, was in diesem Suitcase ist? Ja, schau mal rein. Oh, so viele Laubgebläse. Oh mein. Okay, ich mach wieder zu. Wie passen denn so viele Laubgebläse in Ihren Suitcase, der Herr? Ich mach wieder zu. Ich hab wieder zugemacht. Ich bin Magier. Wir haben zwei Clowns. Ich arbeite beim Zirkus Roncalli. Das ist der Hammer. Los, packt euren Scheiß mal wieder ein hier. Kann ich einen Soda haben? Danke. So, jetzt setzt euch mal beide da auf. Bevor Sie mich erschießen. Warum dienen Sie eine Polizei, Waffe? Hallo? Ihre Dienstnummer? Wie ist Ihre Dienstnummer? Komm, seid so nett, setzt euch mal hin. Ich habe Sie dienstunfähig geschweißt. Ja, das Sir, ich glaube, ich hier, nehmen Sie ein Sandwich und dann hören Sie auf mich zu schießen. Ich glaube, Sie sind hungrig. Ne? Sie sind nicht Sie, wenn Sie hungrig sind. Setz dich jetzt hin, sonst rasiere ich deinen Kopf. Ich bin schon rasiert, Amala. Ich bin noch nicht Max Evere. So, okay, ich werde mich jetzt hinsetzen. Sehr nett, Tim. Setz dich. Boom. Ich sitze. Hose hin. Er ist weg? Ja, er ist weg. Was machen wir jetzt, Sir, den ich nicht kenne? Pass auf, ich bring dir jetzt was bei, ja? Warte. Ich weiß es doch. Haben wir frei oder so? Nein, 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 das geht nicht. Mach Carry, warte. Hey! Oh, musst noch ein bisschen üben, Kevin. Ist er denn? Pass auf. Was machen Sie mit mir? So, Sir, was machen auf. Sie mit mir? Ja. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los, Sir! Er wollte sich gerade rausbacken. Ich hab ihn noch. Dieser Mensch ist kriminell. Ich konnte ihn gerade Polizei, noch nehmen Sie ihn. Ich wollte gerade Polizei rufen. Aber ich ging nicht, kann ich jetzt. Ich konnte ihn gerade noch davor bewahren, einen riesen. 1-1-0. Hallo? Kein Netz hier, leider. Ey, das Telefon weg. Hallo, ich hab eine Idee. Pass mal auf. Du mit der Brille, du kommst als erstes mit. Und du chillst dich so lange da auf dem Baum, sitzt bis deine Arschbacken wund sind, okay? Wir würden es tatsächlich gerne zusammen machen. Sehen Sie nicht, dass wir sind Zwillinge. Nehmen Sie mein Geld. Ja. Nehmen Sie mein Geld, kommen Sie. Nehmen Sie mein Geld und lassen Sie uns endlich rein. Emilio. Kommen Sie, Emilio hier, alles ist komm. Wenn ich wüsste, wie es geht. Ich bezahle Sie. Nein, stopp, Stimme. Hallo, nein, stopp. Emilio, stopp. Wieso packst du ihn jetzt aus deiner Reise raus? Hab ich doch nicht. Ja, komm, leg mal her. Gut, und du benehmst dich jetzt, ja? Ich benehme mich, ja. Ja, Leo, komm. Also ich werde mich jetzt... Können wir jetzt die Einreise bitte machen? Ich würde gerne einreisen jetzt zum 500. Mal. Ja, natürlich. Sie dürfen natürlich einreisen. Alles klar, ich weiß, wer ihr seid. Ey, warum macht ihr das mit mir, ja? Was ist denn los? Ihr seid so recht bescheuert, ey. Aber lustig, ja? Lustig, lustig. Oh, ich habe vergessen, die Boxen anzuschließen. Einen Moment. Ich werde die Musik spielen, bis sie tot sind. Lassen Sie mich bitte einreisen. Hey! Ich weiß nicht genau, wer es ist. Der eine hat sich irgendwie der Leo, aber ich bin mir auch nicht sicher. Er denkt, du bist Leo. Auf jeden Fall sind das beide Supporter, Administration, irgendwie sowas. Der ist nicht Leo. Der ist nicht Leo, Sir. Du auf dem Boden kriegst ja eh nichts mehr mit. Du darfst gar nicht mehr sprechen. Ja, ich bin tot. Hier redet das Gewissen. Hier redet der Engel. Ich weiß, der steht jetzt wahrscheinlich wieder vor mir mit seinem komischen Roboter. Wieso bannen die denn alle? Grundrollen. Ey, was ist denn? Bann läuft am 18.11. ab. Okay, nur ein Tag. Das ja, ist, schmeckt. Das ist wegen dir, wirklich. Wenn ich streame, ja, wenn ich streame und so richtig ehrenlos trolle, ne, dann bannen die mich nie. Ja, weißt du warum? Weil dann die ganzen Fanboys nachjoinen und die natürlich einen höchsten Server-Push des Jahrtausends erhalten. Ja, okay, ich verstehe. Dann kommen ja immer noch normale Leute mit, die bleiben dann und. Sie will den Join von mir haben, doch ich frag sie, wie sie geht. Feder. Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich will, dass du auf mich stehst.